van. Hans-Peter Sommer war an der letzten Schweizer Meisterschaft auf dem dritten Platz in dieser Kategorie. Döcker ist der Peter Starkes. Nachher ist er als letzter 57. gekommen. Fahren wie in der Saal, wie der Tempo, alles los. Am Sonntag bist du Richter gewesen, aber ich bin am Samstag bin ich dann gegangen. Der Markus hat gesagt, die hat jetzt schon durchgelassen, so gut ist die. Aber die hat Angst, die hat gesagt, jetzt kommt noch am Sonntag, machst du die Prüfung. Ja, das ist zu früh, jetzt wollen sie nicht etwas sehen. Das Problem ist, dass wir da haben. Wir Jetzt müssen wir es mal organisieren, dass zwei, drei gespannt sind, dass wir drei Zettelkegeln haben. Oder wir haben noch 20 daheim. Und nachher können wir planen. Und dann musst du den Raum haben, wo du nicht gerne allein kommst. Und der andere Vater dann setzt sich auf jeden Fall wieder. Nein, das kommt viel dazu. Also, jetzt hat es einen ganz guten Blumenbrauch, der auf das Essen kommt. Das ist ein Kindgeschäft.
Kipperchef. Die Distanz ist. Die kommt ein bisschen raus, weißt du? Er weiß, was ein Fettcheck ist. Nein, das ist super, oder? Ja, ja, gut, ich nicht laufen. Du weißt, ich kann dort denken, wenn ich jetzt dran denke. Nein, mach das. Du musst gut visieren, ja? Wie bei dem Fotografieren, wie wir gerade gesehen haben. Der Fotograf würde gerne ein Brustbild, aber vom Kopf ist da noch etwas drauf. Ja. Ja, der Andreas ist aber ein bisschen ein Elektronik-Freak. Er hat das Messerheim mit der Drohne oben die Dressur aufgenommen. Und das hat nur ganz leicht gesäuert. Und dann haben wir effektiv am Abend können. Und hast du gesehen, die Rossbogen sind, weißt du? Mhm. Mit Dressur von oben. Das ist cool. Ja, nicht ganz so einfach. Und den Weg auch wieder gefunden. Noch das Pro. Resultat von Linus Berter. Und damit hat Hans-Peter Sommer sein Dressurprogramm beendet. Ja. 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 Ja.
Ja, dat is wel een beetje een